So. Und jetzt schubsen wir die da rein. Und dann hab ich's geahnt, oder hab ich's geahnt? Mich kann man nicht austricksen. Ihr kleinen Saftsäcke. Guck mal, die da oben, die streiten sich. Oder wie? Nee. Die sabbern. Ach, diese Wesen essen diese Maden. Ah, cool. Okay. Also merken. Da ist auch so ein Typ mit einem Madenkopf. Wenn wir so eine Made auf dem Kopf haben, müssen wir so ein Ding aufsuchen, was uns frisst. Okay. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ich habe gedacht halt, kann man das? Oder muss ich, kann ich, ah, oh mein Gott, das ist ja, man denkt, das ist dieser Button hier. Hä? Hat der mich jetzt am Fuß noch erwischt? Nee, oder? Man denkt, wie gesagt, das hier wäre der Button und dabei ist es das gar nicht. Das ist natürlich auch gut. Und jetzt denke ich mal, ist es genau umgedreht. Ja. Zweites Mal könnt ihr mich nicht austricksen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hau ab erstmal hier. Mein Gott. Die folgen einem ja. Aber die sind dumm. Die sind dumm. Haha. Der erste ist schon da reingefallen. Mein Gott, was ist denn das? Sind das Kannibalenkinder oder was? Die sind ja mal richtig krass drauf. Was haben die denn genommen? Gehen wir mal hier rüber. Okay. Ah, da ziehe ich. Ah, okay. Da ziehe ich was hoch. Ich denke mal ein Tor. Dann müssen wir jetzt ganz schnell hier runter. Ah, ich ahne was. Und um noch über das Tor zu kommen, müssen wir halt hier. Nee. Also müssen. Ah, das ist dann Nummer 2. Okay, Moment. Also, wir müssen. Wir müssen erstmal Nummer 1. Aber warum ist dann hier so ein Wagen? Oder ist da irgendwas? Nee. Weil, wofür ist denn der Wagen dann? Das ist ja merkwürdig. So, weil hier springen wir jetzt einfach rüber. Lass uns hier runterfallen. Gehen hier rüber. Moment. Also den kann ich nur bis da. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt. Lassen wir ihn einfach mal hier stehen. Vielleicht ist ja für irgendwas Nutze. Ne, das Problem ist jetzt, wenn ich hier rüber gehe. Jetzt sind hier halt diese Wände, ja. Diese Zahnräder töten mich doch, oder? Denke ich einfach mal. Ich gehe da jetzt einfach. Ich gehe da einfach mal rein jetzt. Ja, die töten einen. Okay.
Aber wie macht man das denn dann? Also ich muss logischerweise erstmal das erste Tor hochziehen. Ah, ich weiß es. Ich muss hier ganz schnell hier runter. Und dann da wieder dran. Und da komme ich aber nur wieder dran, wenn der Wagen da steht. Jetzt wird mir das klar. So, du bleibst jetzt hier stehen. Damit ich dann quasi nochmal eine Chance habe, dran zu ziehen. So, jetzt beeilen wir uns. Wir gehen hier runter. Gehen hier rauf. Los, 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 los. Und jawoll. So, und von hier schwingen wir uns jetzt am besten an das nächste Seil. So würde ich mal sagen, reicht. Das muss reichen. Jawoll. Cool. Hat Spaß gemacht. Ich musste zwar ein bisschen überlegen. Oh, bleib hier. Oh. Ich musste zwar ein bisschen überlegen, aber dann kommt man doch drauf, wie es geht. Oh nee. Oh nee. Und jetzt dreht sich's. Oh. Okay, jetzt bin ich also so ein kontrollierter Junge. Und ich, also ich kann mich jetzt auch nicht bewegen. Ich kann nur schneller gehen oder springen kann ich noch. Und die hier. Bitte, bitte. Geht rüber. Jawohl. Es wechselt die Richtung für mich. Was auch heißt, ich kann mir das vom Kopf fressen lassen von denen. Sehr gut. Jawohl. Dankeschön. Die haben mir da gerade also echt aus der Patsche geholfen. Finde ich gut. Hier haben wir einen Schalter, den können wir umlegen. Ah. Okay. Der bleibt aber nicht da dran von alleine. Gut. Da ist es wieder. Ah, es will. Ah, es möchte diese Pilze. Wir gehen erstmal noch kurz hier weiter. Gucken mal, was wir hier noch machen müssen. Hier ist nämlich auf jeden Fall so. Und das geht auch wieder weg dann, okay. Und da springen wir nicht runter, weil man weiß ja nicht. Ich denke mal, da fließt dann Wasser rein. Gut, wir müssen also dieses hamsterähnliche Wesen dazu kriegen, dass es das Zahnrad antreibt. Und das kriegen wir damit hin, indem wir hier ihm diese Dinger geben. Und dann springen wir dahinter runter und ich denke mal, du brauchst doch keine Angst vor uns haben. Ich bin super tierlieb, ja? Ich habe selber einen Hund. Der sieht wahrscheinlich ein bisschen schöner aus als du, aber das tut hier ja nichts zur Sache. So, ich glaube, am besten ist es. So, hallo. Und dann rennt es nämlich vor uns weg. Und zwar in das Zahnrad. So, jetzt fängt es an zu laufen. Sehr gut. Es will nämlich da raus. Und wir machen jetzt nämlich da Strom drauf. Aha, es ist also eine Regenmaschine gewesen. So, so. So. Und jetzt können wir da oben. Hoffen. Jawohl, da ist es doch. Sehr schön. Jetzt können wir hier nämlich schön das Wasser da reinleiten. Und wie ihr schon gesehen habt, ist da unten ein Holzstück. Und das können wir dann benutzen, um darüber zu kommen. So, ich fülle das mal noch ein ganzes Stück.
So, und ich hoffe mal. Ah, das ist also, das nimmt dann auch wieder ab, okay. Dann füllen wir es mal noch eben. Und ich hoffe. Nein. Da haben wir also irgendwas noch vergessen. Und ich weiß auch was. Wir müssen da erst rein und das Holz zu uns rüberholen. Was jetzt komischerweise von Geistern passiert ist. Na gut. Wahrscheinlich, wenn man dann den Speicherpunkt benutzt, dann setzt es das automatisch dahin zurück. So, dann schwingen wir uns mal dahin. Gehen da drauf. Und ich hoffe. Aber. Hä? Also es bewegt sich nicht. Okay, dann denke ich mal, muss ich es in die Mitte setzen. So, jetzt komme ich schon mal da rein. Ich bin ja größer. Ich denke mal, dann. Das wird reichen. Problem ist. Gar kein Problem. Ich dachte, wir kommen da nicht raus. Ich schaukel an meiner Kette. So, und zack, rüber da. Jawohl. Schön. Das nächste geschafft. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Was sich mir noch nicht ganz erschlossen hat, ist, ja, wir sind ein kleiner Junge und streifen hier durch so eine, ja, entweder aktuelle Welt oder Zukunft. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und irgendwie, also ich habe wohl gelesen, man ist auf der Suche nach seiner Schwester. Aber ja. Oh. Man ist auf der Suche nach seiner Schwester, entweder in einer Traumwelt, das weiß ich jetzt gerade nicht genau mehr. Oder in der realen Welt. Ja, aber ob man die findet, weiß halt keiner. Also ich habe es auch nicht gelesen und mich da selber gespoilert. Sliden wir nochmal hier runter. Ah, okay, die kann ich also jetzt erstmal da wieder durchschieben. Dupdidu. Moment. Hier brauchen wir die Kiste nicht. Ich stelle sie einfach mal hier unter dieses Loch. Ich denke nämlich einfach mal, weil wir hier ja eine Leiter haben und hier sonst nirgends so eine Kiste brauchen, dass wenn wir jetzt den Hebel ziehen, genau, steigt nämlich das Wasser und gleichzeitig auch die Kiste. Jetzt ziehen wir mal schnell hier auf und gehen hier auf die Kiste. Auf die Kiste, jawohl. Diese Welt, grausig. Oh mein Gott, es dreht sich in. Ja, wir springen jetzt mal. Und jawohl, geschafft. Schön. So, jetzt muss ich diese Kiste hier nehmen. Da drauf klettern. Und warten. Ah, ich glaube, die muss noch ein Stück zurück. So. Ich hoffe. Oh, ich glaube, ich habe zu wenig. Ja, ich habe die. Ach, schade. Ja. Ich habe sie zu wenig rausgezogen. Mist. Das war jetzt mein Fehler. Aber höher steigt das Wasser zum Glück dann nicht mehr. Dann holen wir sie uns nochmal hierher.
und machen das Ganze nochmal. Bis uns das Wasser zum Hals steht, wie den Griechen und den Spaniern. Nein, auf, rüber da. Nein, 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 so ist gut.